Heute ist wieder Denzel Kochschinken zu Gast. Er kommt aus der Honigwaben-Bubble bzw. aus dem AfD-Vorfeld und ich hatte mit ihm ja schon zwei Debatten geführt, eine über die Wagenknecht-Partei und die andere über Migration. Heute wollen wir über Wirtschaftspolitik reden. Hallo Denzel, also was ist denn so grundsätzlich deine wirtschaftspolitische Position? Wo würdest du dich denn ungefähr einordnen? Hi, grüß dich. Ja, genau, jetzt zum zweiten Mal versuchen wir das Wirtschaftsthema, aber das ist gut, jetzt genau, kann ich mich erstmal einordnen, gute Frage. Also, diese ganze Honigwaben-Bubble, das Honigwaben-Laber, aber auch das komplette AfD-Lager, haben ja einen sehr starken Fokus auf dem Thema Migration und sind da ziemlich deep im Game. Sage ich mal, wissen wir auch einiges drüber, in diesem Wirtschaftsgame sind wir nicht so tief drinne, muss man dazu sagen. Von daher gehen da einerseits die Meinungen auseinander, andererseits das ist natürlich dann auch das Wissen nicht so fundiert. Ich persönlich bin ein Mensch, ich versuche ungefähr auszuloten, wo jetzt mein Wissen nicht sehr fundiert ist und habe dann auch entsprechend eine weniger gefestigte Meinung. Das gilt auch für das Thema Wirtschaftspolitik. Also erstmal ein dicker Disclaimer am Anfang. Aber, oder was meine Vorstellungen sind, ich möchte eine Wirtschaft, die auf einen breiten Mittelstand setzt, wo sich Arbeit lohnt, wo sich auch Unternehmertum, also kleines Unternehmertum lohnt, wo nicht eine, sage ich mal, Politik gemacht wird für die Allerreichsten, das auf Kosten der anderen, wo aber auch nicht eine Politik gemacht wird, um hier gleich mal was jetzt zwischen uns eher Kontroverses reinzugeben, auf Kosten des Mittelstandes, wo dann vielleicht eine breite Unterschicht, sage ich mal, durchgefüttert wird. Das halte ich auch für eine Sackgasse oder einen problematischen Weg. Aber ich möchte eine Wirtschaft, wo es halt wirklich, wo Arbeit sich lohnt, wo Arbeit auch anständig entlohnt wird, wo Unternehmertum sich lohnt, wo möglichst, sage ich mal, ein möglichst schlanker Staat die Leute nicht mit Bürokratie und Regularien überlastet, wo es nicht notwendig ist und wo es nur schadet, sondern wo quasi wirtschaftliche Effizienz und Leistung gefördert und gelebt werden. Ja, dem würde ich zu 100% zustimmen. Da habe ich jetzt tatsächlich keinen einzigen Punkt dran auszusetzen. Aber da wäre jetzt auch meine Frage, wenn du willst, dass sich Wirtschaft, also du hast ja gerade gesagt, Leistung soll sich lohnen, Arbeit soll gut bezahlt werden. Das steht auch so im AfD-Parteiprogramm. So hat die AfD zum Mindestlohn beispielsweise geschrieben, dass dieser hoch genug sein sollte, damit die Menschen im Alter eine vernünftige Rente haben. In unserem Rentensystem ist ja die Rente abhängig davon, wie hoch der Lohn war, den man verdient hat und wie viele Jahre man eingezahlt hat. Das heißt, je höher der Mindestlohn, desto weniger Armutsrenten gibt es. Mhm. Und das ist ja durchaus ein gutes Ziel. Jetzt haben aber in der realen Politik zwei wichtige AfD-Abgeordnete beim Thema Wirtschaftspolitik gegen einen höheren Mindestlohn argumentiert, nämlich Gerrit Huy und Jürgen Pohl. Das heißt, was nützt einem so ein gutes Parteiprogramm, wenn man ja jede Menge Neoliberale in der Fraktion hat? Und auch in großen Teilen des AfD-Vorfeldes nehme ich ja so eine gewisse Feindseligkeit gegenüber höheren Löhnen und besonders gegenüber einem höheren Mindestlohn wahr. So hat Kaspar Karst in der Vergangenheit ja auch gegen den Mindestlohn agitiert. Also da wäre jetzt meine Frage, wenn ihr doch für Leistungsgerechtigkeit seid, wieso seid ihr dann gegen einen, also oder zumindest große Teile des AfD-Vorfeldes gegen einen höheren Mindestlohn? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke zumindest diese, sag ich mal, Feindseligkeit oder diese grundsätzlich nicht sonderlich aufgeschlossene Haltung kann ich wahrscheinlich kritisieren oder erklären. Was ich wahrscheinlich nicht kann, ist allzu tief mit dir darüber zu debattieren, zum Beispiel was diese beiden AfD-Abgeordneten angeht. Dafür bin ich einfach nicht tief genug in diesem wirtschaftspolitischen Game drinne. Aber der Punkt ist, glaube ich, dass viele, wie zum Beispiel Kaspar Karst, die Befürchtung haben, dass wenn man, oder man sieht es ja auch oft, dass der Staat sehr, sage ich mal, ausgiebig versucht, Sachen zu regulieren und das meistens oder oft nach hinten losgeht, nicht den gewünschten Effekt hat, einfach nur alles unnötig verkompliziert und neue Schranken und Hürden einbaut. Und ich denke, Kaspars Argumentation wäre, dass wenn eben ein Mindestlohn besteht, beziehungsweise wenn ein zu hoher Mindestlohn besteht, dass es für den Unternehmer sich dann nicht mehr lohnt, Arbeitnehmer oder Leute einzustellen und damit quasi eine wirtschaftliche Blockade besteht, dass quasi viele Geschäftszweige gar nicht mehr rentabel sind, nicht mehr möglich sind, hohe Hürden sind, auch der kleine Arbeitgeber dann davor zurückschreckt, jemanden einzustellen, obwohl das eigentlich vielleicht in sein Geschäft auf lange Sicht florieren lassen würde.
Ich denke, das ist hier so die grobe Befürchtung. Das heißt, das Argument ist, die Arbeitgeber stellen weniger Leute ein und die Arbeitslosigkeit steigt, wenn man den Mindestlohn erhöht. Einmalseits das, genau, und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit leidet. Ja, das ist klar. Wenn die Arbeitslosigkeit sich erhöht und die Arbeitgeber weniger produzieren, dann sinkt auch die Produktion. Das impliziert das andere eher. Das ergibt sich ja logisch daraus. Aber ja, also dafür, du behauptest also, dass die Arbeitgeber die höheren Kosten, die sie durch einen höheren Mindestlohn haben, nicht weitergeben können. Das ist deine Grundthese. Denn wenn die Arbeitgeber die höheren Kosten weitergeben können, warum sollten sie denn ihre Produktion zurückfahren? Ja, das stimmt. Das kommt natürlich drauf an. Wenn es zum Beispiel Exportprodukte sind, dann kann man sie gegebenenfalls nicht weitergeben, weil die Abnehmer dann zur Konkurrenz gehen. Ja, aber das ist ja das Problem in Deutschland. Wir hatten ja die letzten 20 Jahre zu schwach steigende Löhne und deswegen haben wir so riesige Leistungsbilanzüberschüsse. Der deutsche Binnenmarkt hat sich extrem schlecht entwickelt. Wir hatten vor allem zwischen 2000 und 2010 keinen steigenden Konsum in Deutschland. Den hatten wir dann erst durch den leichten Anstieg der Löhne, den wir ab 2010 gesehen haben. Aber das bricht ja jetzt durch diesen Preisschock, den wir aktuell sehen, auch wieder ein. Also eigentlich wäre das doch kein Argument. Denn eigentlich hat sich der deutsche Binnenmarkt ja zu schlecht entwickelt und die deutsche Exportwirtschaft hat davon profitiert, dass das eben der Fall war. Also Deutschland hätte ein höheres Wachstum haben können, wenn wir mit dem Binnenmarkt entwickelt hätten in den letzten Jahren durch vernünftige Lohnsteigerungen. Und diese Politik des Lohndumpings, die hat niedrige Lohngruppen besonders heftig getroffen. Also niedrige Löhne sind überhaupt nicht gestiegen, während höhere Löhne wenigstens etwas gestiegen sind in den letzten 20 Jahren. Und um diese Fehlentwicklung wieder zu korrigieren, wäre doch ein höherer Mindestlohn eigentlich gut. Also dann würde der Binnenmarkt profitieren, wir hätten mehr Konsum im Inland und das würde den Wegfall des Exports mehr als ausgleichen. Das, so wie du es beschreibst, klingt für mich plausibel. Wie gesagt, ich bin nicht so sehr in diesem Wirtschaftsgame drin, aber du kannst trotzdem gerne auch noch bei anderen Themen mich richtig in die Mangel nehmen, weil ich finde es interessant. Zwei Sachen, die ich vielleicht dazu sagen möchte, ist, du hast gesagt, es gibt diese neoliberalen Strömungen in der AfD und das mag durchaus nicht ganz falsch sein, aber Fakt ist, dass es gibt ein Problem bei eigentlich allen Parteien und dieses Problem existiert bei der AfD so gut wie nicht und das möchte ich mal ausführen. Und zwar letzten Endes in jedem Spiel, je nachdem wie die Spielregeln sind, ne, im Fußball setzen sich die besten Fußballer durch, im Handball setzen sich die besten Handballer durch und in der parlamentarischen Parteienpolitik setzen sich diejenigen durch, die darin am besten sind. Das Problem ist, dass das ein ziemlich schmutziges Spiel ist und dass die Leute, die sich dann für gewöhnlich durchsetzen, nicht gerade integere Leute sind, die man eigentlich haben möchte, um selbst vertreten zu werden und ein Land zu führen. Also es sind meistens Leute, die so wie Olaf Scholz, oder Angela Merkel, das sind tolle Beispiele, ne? So, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Heute sage ich das, morgen sage ich das. Kritische Fragen habe ich entweder. Das Zitat ist von Adenauer tatsächlich. Das ist nice, wobei der wenigstens noch eine, sage ich mal, funktionierende Politik gemacht hat. Teils. Also wirtschaftspolitisch gebe ich dir recht, da hat er eine sehr funktionierende Politik gemacht, aber seine Außenpolitik war eine einzige Katastrophe. Ihm verdanken wir die deutsche Teilung und die Westbindung. Also ja, Adenauers Bilanz fällt durchwachsen aus, angesichts dessen, dass er die historische Chance vertan hat, Deutschland wieder zu vereinigen, schon in den 50ern. Okay, da bin ich jetzt auch nicht so tief drin, aber das kann ich mir gut vorstellen. Letzten Endes ging es da ja auch um amerikanischen Einfluss. Aber gut, und den hätten sich die Amerikaner wohl ungern nehmen lassen. Zurück zu diesem Problem, was alle Parteien haben, ist eben, dass sich, sage ich mal, besonders rückgratlose Politiker, Kacks, um es kurz und knackig zu beschreiben, an die Spitze setzen und die machen eben die Politik, die Kacks so machen. Das heißt, wenn die mächtigen Wirtschaftslobbys etwas wollen, dann wird es gemacht. Wenn der mächtige große Bruder, der natürlich nur unser Verbündeter ist und von dem wir völlig unabhängig sind, irgendetwas möchte, dann wird es auch gemacht. Weil warum sollte man rebellieren? Das macht ja gar keine Freude, ne? So eigene Positionen sind sowieso immer nur auf Wasser geschrieben. Und jetzt haben es, ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen sollte, aber ich meine, die werden eh nicht damit aufhören, jetzt haben die Medien es geschafft, ein System zu schaffen, das das mal verändert. Und zwar dadurch, dass die AfD durchgehend und so vehement mit Dreck beworfen wird, lohnt es sich für Karrieristen, das muss man jetzt übrigens auch mal bei der neuen Wagenknecht-Partei sehen, wie das dann mit den Karrieristen läuft, aber für Karrieristen in der AfD lohnt es sich eigentlich nicht, weil die Karrieristen, die können natürlich auch irgendwo anders Karriere machen und in die AfD zu gehen,
Ja, ob man da jetzt einen guten Bundestagsposten oder so kriegt, das ist ja alles andere als gesagt und der ist zwar gut bezahlt, aber der Ruf ist im Eimer. Ich meine, stell dir mal vor, du bist irgendwie AfD, irgendein bekannter AfD-Kandidat und wenn es nur regional ist, dein Foto hängt auf Wahlplakaten überall im Umkreis, die Leute hassen dich. Ja, also du musst ja im Prinzip nur, wenn du irgendwo dein Auto parkst, schon Angst um dein Auto haben. Du musst Angst haben, auf offener Straße angegriffen zu werden. Es werden sich wahrscheinlich beträchtliche Teile deines Freundeskreises von dir distanzieren. Ja, du wirst auf irgendwelche Partys nicht mehr eingeladen. Die Kosten und soziale Ächtung ist etwas, was den Menschen wirklich viel ausmacht. Ja. Und also die Kosten sind hoch, möchte ich sagen, als Politiker in der AfD aktiv zu sein. Und das ist quasi ein interner Kontrollmechanismus dafür, dass du diese Karrieristen da größtenteils raushältst. Und deswegen bin ich auch ganz, ganz happy, haben wir es endlich mal mit einer Partei zu tun, die von überzeugten Politikern, von Leuten, die Rückgrat haben, von Leuten, die Eiern haben, geleitet wird. Das finde ich großartig und das ist auch erstmal eine gute Voraussetzung auch für Wirtschaftspolitik, die aber wie gesagt kein Schwerpunkt ist und wo dann natürlich auch, sage ich mal, bei vielen Leuten einfach die Überzeugung vorherrscht, dass bestimmte sozialdemokratische Verfahren vielleicht nicht die allerbeste Idee sind. Das müsste man dann aber eben ausdiskutieren. Ja, das Argument mit den Karrieristen hatte ich ja letztes Mal in Bezug schon auf die Wagenknecht-Partei gebracht, da magst du recht haben. Aber da sind die Leute, die aus der Hayek-Gesellschaft kommen, wie Alice Weidel, wie Beatrix von Storch, dann sind das eben Überzeugungstäter. Es macht es trotzdem nicht besser, dass sie eine falsche Politik vertreten. Und wie gesagt, die Neoliberalen sind in der Bundestagsfraktion aktuell noch in der Mehrheit. Es kann sein, dass der solidarpatriotische Flügel in der AfD in Zukunft stärker wird, aber aktuell ist er das noch nicht. Und wie gesagt, es zeigt sich an den Äußerungen zum Mindestlohn, die ich vorhin zitiert hatte, aber das zeigt sich auch in der Steuerpolitik. So fordert die AfD beispielsweise eine komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer. Also wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz dahin, dass das Vermögen der Reichen immer mehr wächst und also Vermögen hat das untere Drittel der Bevölkerung ja ohnehin nicht groß, aber die Einkommen des unteren Drittels eigentlich stagniert sind. Also das ist die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und jetzt fordert die AfD einfach mal, die Steuern auf Erbschaften komplett zu streichen. Also wie passt das zusammen? Dann werden die Reichen doch einfach noch reicher und ja, der untere Teil der Bevölkerung, der stürzt noch weiter ab. Ja, das ist auch ein gutes Thema, da kann ich glaube ich sogar, habe ich zumindest mehr Meinung zu. Was man dazu sagen muss, ist also, was ich gerade beschrieben habe, die Sache, dass die AfD halt wirklich von überzeugten Politikern, die das ernst meinen, geleitet wird, wie zum Beispiel eine Alice Weidel oder eine Beatrix von Storch, dass man mit denen halt besser reden kann als mit irgendwelchen Olaf Scholz oder Angela Merkel, weil denen sind die Inhalte letzten Endes egal. Und mit diesen Leuten kann man ja dann auch, sag ich mal, die wäre, denke ich, auch bereit, inhaltlich guten Argumenten zuzuhören. Und was dann, also da hat man zumindest mal eine vernünftige Ausgangsbasis und zum Beispiel eine Alice Weidel halte ich auch für sehr, sehr intelligent, sehr, sehr kompetent. Da fühle ich mich, muss ich jetzt mal sagen, gut vertreten, auch wenn man vielleicht in Detailfragen nicht immer einer Meinung ist. Thema Erbschaftssteuer, um jetzt drauf zurückzukommen, ist halt so ein bisschen schwierig. Fakt ist, dass das ja alles schon versteuertes Geld ist. Ich denke, das ist auch deren Ansatz. Das heißt, man zahlt schon Steuern an den Staat, der hat schon kräftig zugegriffen. Und jetzt, wenn man dieses Geld dann eben seinen Kindern, seinen Erben weitergeben will, soll man nochmal bezahlen. Und jetzt muss man dazu sagen, mir persönlich ist es völlig wurscht, wenn jetzt jemand 10 Millionen Euro erbt auf einem Bankkonto, ist es mir völlig wurscht, wie viel Prozent der davon an den Staat abgeben muss. Oder nicht, ist mir nicht wurscht, gerne, ja, von mir aus. Also ist mir doch egal, ob der dann, oder ist mir auch, ich denke, es hat gesellschaftlich keinen Mehrwert, ob der jetzt von seinem Vater 7 Millionen oder 5 Millionen oder 3 Millionen auf dem Bankkonto erhält. Das Problem ist, dieses Geld liegt ja für gewöhnlich nicht auf dem Bankkonto, sondern es ist ja in Unternehmen gebunden. Und wenn dann so ein Unternehmen 10 Millionen Euro wert ist oder von mir aus auf 30 Millionen Euro, dann hast du ja jetzt nicht einfach mal, sagen wir, die Erbschaftssteuer ist bei 50%, dann hast du ja halt auch nicht einfach mal 15 Millionen Euro liquide, flüssig auf Halde, um dann mal die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Das bereitet dann also quasi bei der Vererbung von, sage ich mal so, gerade diesen mittleren Unternehmen, ja, in der Größe ganz, ganz große Probleme und hilft dann letzten Endes natürlich auch wieder den Big Playern,
also den Megakonzernen, den Markt noch weiter zu übernehmen und die mittleren und kleinen aus dem Markt zu bringen. Also kommen wir erstmal zu deinem ersten Argument, das Geld wurde ja schon mal versteuert. Mit der gleichen Begründung könnte man ja die komplette Abschaffung der Mehrwertsteuer fordern, also da wäre ich sehr dafür, aber ja, warum auch, fordert ja. die AfD dann nicht eine komplette Abschaffung der Mehrwertsteuer mit diesem Argument? Also das Einkommen wurde ja schon mal versteuert, wieso wird das dann beim Konsum nochmal versteuert? Ist ein guter Punkt, finde ich gut. Sagen wir es mal so. Warum nicht? Keine Ahnung. Fände ich gut. Also wahrscheinlich, weil das nicht das Kernthema ist und dann zu großes Loch im Haushalt übrig bleiben würde. Aber der Haushalt ist auch massiv aufgebläht und müsste mal ganz dringend entschlackt werden. Von daher. Ja, dazu können wir gleich kommen. Aber können wir naja, gleich aber den kommen. finde ich gut. Ich Abschaffung der glaube. Mehrwertsteuer finde ich auch gut. Dein zweites Argument. Also ja, ich bin dafür, dass wir Mittelstand deutlich entlasten. Also aktuell zahlt der ja etwas gehobenere Mittelstand tatsächlich die höchste Erbschaftssteuer, weil man da die Erbschaftssteuer nicht so gut umgehen kann. Bei riesigen Vermögen, da kann man die Erbschaftssteuer tatsächlich ziemlich leicht umgehen. Also beispielsweise Matthias Döpfner, der musste auf seinen auf den riesigen Berg an Springer-Aktien, dem eben Friedrich Springer geschenkt hat, keine Erbschaftssteuer zahlen. Und da sind wir schon mal beim Problem. Also wir müssen dafür sorgen, dass Erbschaftssteuer konsequent gezahlt wird. Wir müssen alle Ausnahmeregeln abschaffen, aber dann den Freibetrag deutlich erhöhen. Also mich würde es nicht stören, wenn der Freibetrag erst ab 5 oder ab 10 Millionen Euro greifen würde. Also dann sind die ersten 10 Millionen Euro oder die ersten 5 Millionen Euro pro Person sind dann steuerfrei. Dann kannst du gerne deine 2, 3 Häuser in München, die du erbst, kannst du von mir aus erben, ist mir egal. Aber sobald du größere Summen erbst, sollte man das auch deutlich besteuern, denn jemand wie Matthias Döpfner, dadurch, dass er so viel Vermögen hat, kann er natürlich auch politischen Einfluss nehmen. Also es ist ja durch interne SMS ja rausgekommen, dass er vor der letzten Bundestagswahl beispielsweise die FDP pushen wollte. Und dass jemand wie Döpfner so viel Einfluss nehmen kann, das liegt eben daran, dass er so einen großen Anteil an Springer-Aktien hat, dass er eben so ein großes Vermögen hat. Und da muss man auf jeden Fall ja eingreifen, wenn das nicht noch schlimmer werden soll. Also wir sehen ja in den USA, wie einzelne Oligarchen da ganze Wahlkämpfe finanzieren. Oder in Russland. Also das sind ja keine Zustände, die wir hier in Deutschland haben wollen, beziehungsweise das sind Zustände, die wieder zurückgedreht werden müssen. Da bin ich ziemlich stark auf deiner Seite, ja. Matthias Döpfner nicht nur sehr einflussreich wegen dem vielen Geld, was er hat, sondern auch wegen der Medienmacht natürlich, darf man nicht vergessen. Ja, aber die kann ja jeder Oligarch theoretisch auch erwerben. Also du kannst dir ja Medien, kaum hat Jeff Bezos die Washington Post gekauft. Ja, natürlich. Also das ist ja eins und eins. Das Gute ist, dass wir da, ich meine, du machst das, ich mache es zumindest jetzt gerade auch in einem kleineren Rahmen, ne, dass wir da auch dagegen halten können mit den alternativen Medien. Aber um zurück zu deiner Ausführung zur Erbschaftssteuer zu kommen. Also für mich persönlich klingt das gut, ja. So wie du das ausgeführt hast, kann ich persönlich gut mit leben. Jetzt wäre die einzige Frage, wie sieht eben bei diesen Unternehmen aus, ja, wie gesagt, dass dann du sagst, die Grenze auf 10 Millionen, gut, was ist mit einem Unternehmen, was 20 Millionen Euro wert ist, das wird jetzt vererbt. Wie ist das dann in der Praxis? Dazu kann ich aber, reicht es, wenn die dann einen Kredit aufnehmen oder so? Ich weiß ja, nicht, dazu bin ich nicht die können tief genug im Wirtschaftsgame, um jetzt eine fundierte Meinung über die Konsequenzen abgeben zu können. Vielleicht ist es so, wie du sagst, eine hervorragende Idee. Vielleicht gibt es da noch irgendwelche Fallstricke, die uns jetzt nicht auffallen, sagen wir. Also ich sage jetzt mal, wer es optimal organisieren sollte, also entweder die nehmen Kredit auf oder sie verkaufen Unternehmensanteile oder, und das sollte der Staat explizit auch ermöglichen, sie können den Staat direkt in Unternehmensanteilen bezahlen. Dann wandert keine Liquidität aus dem Unternehmen ab, dann müssen sie das nicht an irgendwelche Investoren verkaufen, sondern dann bekommt der Staat erstmal die Unternehmensanteile und dann kann man gucken, was man damit macht, ob man die das zurückkaufen lässt oder ob der Staat als Investor mit drin bleibt. Also je nachdem, wie wichtig die Firma ist, je nachdem, was sie konkret macht. Also bei VW, da ist der niedersächsische Staat auch mit 20% beteiligt, hat durch so ein extra VW-Gesetz sogar noch höheren Einfluss, als es ohnehin hätte. Und das ist da jetzt auch keine Katastrophe. Also, um ein Beispiel zu nennen, der Staat ist häufiger an Unternehmen beteiligt. Wie gesagt, das könnte man dann von Unternehmen zu Unternehmen schauen. Wie wichtig ist das Unternehmen? Welche Güter stellt das her? Wollen wir da eventuell zusätzliche staatliche Investitionen reindenken? Könnte man dann alles gucken. Oder, wie gesagt, Kredit aufnehmen oder Unternehmensanteile verkaufen in Unternehmen, was 100 Millionen, was 1 Milliarde Euro wert ist. Das sind eh häufig Aktiengesellschaften. Und bei Aktiengesellschaften ist das echt nicht schwer, die Aktien an der Börse zu verkaufen oder an anderen Großinvestor zu verkaufen oder die Aktien direkt dem Staat zu überschreiben. Und der verkauft sie dann oder der behält sie dann. Je nachdem,
Und dann kann das einfach bezahlt werden, ohne dass Liquidität aus dem Unternehmen abwandert. Also bei großen Unternehmen ist das überhaupt kein Problem. Das wäre bei kleineren Unternehmen, bei, keine Ahnung, einem Handwerkerbetrieb oder einer Bäckereikette, da wäre das ein Problem, wenn die jetzt plötzlich hohe Erbschaftssteuer finanzieren müsste. Aber bei einem Unternehmen, was sowieso eine Aktiengesellschaft ist, wo du jederzeit Aktien an der Börse handeln kannst, ist das absolut kein Problem. Ja, ich denke, gerade bei den großen Aktiengesellschaften würde ich dir da nicht widersprechen. Ich sehe ja auch die Fallstricke am ehesten. Wie gesagt, bei diesen mittleren Unternehmen so. Ja, deswegen sollte man Freibetrag erhöhen. Das hatte ich ja gesagt, deswegen Freibetrag zu erhöhen, dass die Bäckerei gar nicht betroffen ist. Idealerweise ja, aber sage ich mal, über 10 Millionen oder über auf 20 Millionen kommst du heutzutage ja auch schnell mal, wenn da, weiß ich nicht, Immobilien beteiligt sind und großer Fuhrpark, schwere Maschinen, wie auch immer. Ja, wenn du schuldenfrei bist. Also die meisten Unternehmen haben ja auch noch Kredite und die würden dann natürlich abgezogen werden. Es geht natürlich nicht das Bruttovermögen, sondern selbstverständlich das Nettovermögen. Alles andere wäre ja vollkommen sinnfrei. Okay. Also ja, wie ich schon gesagt habe, das klingt für mich, so wie du sagst, klingt das erstmal gut, aber da bin ich jetzt auch nicht tief genug im Game drin, um dann ein fundiertes Urteil zu fällen. Aber ich glaube, das sind zum Beispiel Themen, die man mit dem AfD-Lager und auch mit unserer Bubble durchaus mal besprechen kann. Da werden vielleicht jetzt andere aus meiner Bubble mehr Gegenargumente haben, vielleicht auch gute Argumente haben. Da kann ich jetzt nicht für die sprechen. Ja, das wäre was, wo ich mit Kasparcast gerne mal drüber debattiert hätte, aber ich hatte die beiden ja auf Twitter angeschrieben, bisher keine Antwort, hatte ich ja schon gesagt im ersten Gespräch. Naja, vielleicht melden sie sich irgendwann. Ja, also gerade wenn du, das kann schon gut sein, die haben immer mal wieder Bock mit politischen Gegnern oder mit Andersdenkenden, mit anderen Lagern zu debattieren. Und natürlich auch, wenn du jetzt zum Beispiel noch wächst auf YouTube, dann steigen natürlich auch die Chancen ganz gewaltig. Das ist halt, da kannst du jetzt nichts dafür, aber das ist halt so eine gewisse Ungleichheit, dass das halt so ist, dass Leute aus dem linken Lager halt oft sagen, wir reden nicht mit Leuten aus dem AfD-Lager, weil die sind ja böse und schlimm und wenn sich dann mal jemand dazu bereit erklärt oder dazu herablässt, dann doch mal mit unserem Lager zu reden, dann sind es dann so die ganz Kleinen, die dann mit Großen reden wollen und deswegen ja, ist man da in unserem Lager halt auch so ein bisschen, sag mal, genervt von so Leuten. Ich meine, Erwin hat das ja auch. Ich rede mit dir gerade, also du bist kleiner als ich. Ich habe auch mit Demoskratos schon geredet. Also keine Kritik an dir. Ich meine, du machst gerade, ja, ich meine, ich habe keinen YouTube-Kanal, aber sonst sind beide, sage ich mal, kleine Influencer. Aber ich meine, du hast viel Potenzial. Ich meine, du machst YouTube, du zeigst dein Gesicht. Also es kann sein, dass du nochmal richtig groß bist. Von daher, aber auch so in deiner jetzigen Größe gerne weiter probieren und ich lege auch gerne ein gutes Wort für dich ein, dass man da mal mit dir reden sollte. Kaspar, denke ich, ja, der wird halt so sein wie eben viele in der AfD, der wird jetzt nicht super tief in diesem Wirtschaftsgame drinne sein, weil der sich eben hauptsächlich mit anderen Themen beschäftigt, politisch. Und das sind dann eher so, sage ich mal, ja, trotzdem so grundsätzliche Meinungen, Bauchgefühl-Meinungen, die sich da etabliert haben. Was bei mir durchaus so ein, ich sag mal, so eine Faustregel ist, mit der man meistens recht behält, ist halt, lass etwas vom Staat machen und du kriegst es schlecht, teuer und langsam gemacht und manchmal mit dem Fertigstellungsdatum niemals. Und das ist halt so ein Vorbehalt, glaube ich, den wir oft in der Bubble haben, ja, wie gesagt. Gut, Unrecht. Da ist jetzt meine Frage, war der Service bei der Deutschen Post, also Telekom gehörte ja früher zur Post, war der schlechter, als das komplett in Staatshand war, als er heute ist? Das ist eine gute Frage und da habe ich tatsächlich eine dezidierte Meinung zu. Und zwar, bloß weil staatliche Betriebe nicht gut funktionieren, heißt es nicht, dass privatisierte Betriebe, gerade so Riesenbetriebe, deshalb gut funktionieren. Markt funktioniert dann gut, wenn du so wie, ja, wie soll ich sagen, ja, wie im alten Griechenland wirklich so einen Markt hattest. Also du hast viele Stände, die etwas anbieten und du hast viele verschiedene Kunden. Und wenn der eine Stand ein sehr schlechtes Produkt oder einen sehr schlechten Service oder völlig überteuerte Preise anbietet, dann kommt halt die Konkurrenz und sagt, hier, wir machen, sage ich mal, in besser und dann gehen die Kunden dahin und so auf diese Weise reguliert sich der Markt selbst. Jetzt hast du aber in der heutigen Wirtschaft ganz viele Zweige, die mehr oder weniger Monopole sind oder Oligopole, also quasi ganz wenige Firmen den Markt kontrollieren und
da funktioniert dieser Regulationsmechanismus oft nicht mehr gut. Wenn du jetzt zum Beispiel die Telekom ansprichst, einen Laden, mit dem ich auch schon sehr ausführliche Erfahrungen gemacht habe, dann muss man sagen, dass die Telekom zwar privatisiert ist, aber die funktioniert mindestens genauso ineffizient und schlecht wie ein Staatsbetrieb. Und also große Unternehmen haben halt oft diese Fehlerkorrektur nicht, dass sich dann die guten Sachen durchsetzen, und wenn die ein Monopol haben, wie die Telekom lange hatte und so ein bisschen wohl immer noch hat, anders kann ich mir deren schlechte Performance nicht erklären, wird es dann nicht unbedingt besser. Ja, aber so ein Telekommunikationsnetz oder so ein Postnetz, das kann man ja nicht ganz vielen Unternehmen über. Also das funktioniert einfach logistisch nicht. Oder das Schienennetz, noch besseres Beispiel, oder das Ja. Straßennetz. Also es gibt ja schon Dinge, die neigen. Also das ist ein natürliches Monopol und da ist dann nur die Entscheidung, entweder wir lassen dieses Monopol privat oder wir machen es staatlich. Alles andere als Monopol wäre ineffizient. Das ist ineffizient, von der Stadt zu einem Dorf zwei Straßen zu haben, die direkt nebeneinander verlaufen. Es ist effizient, nur eine Straße zu haben. Und also, um jetzt mal ein Beispiel von einem staatlich dominierten Sektor zu nehmen, das keiner außer vielleicht Ja, ganz Libertäre anzweifeln, bin ich aber ganz deiner Meinung. da ist es wirklich effizient, nur eine Straße zu haben und da kannst du ja halt entscheiden, ist die staatlich oder ist die privat. Und da ist es halt ja besser, sie staatlich zu lassen, damit da nicht irgendein privater Anbieter ganz hohe Gebühren abzocken kann und dann sowieso staatlich reguliert werden muss, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Und das hast du halt in vielen Bereichen, das hast du auch beim Schienennetz. Man hatte vor ein paar Jahrzehnten mal die idiotische Idee, die Deutsche Bahn zu privatisieren und hat die dann so darauf vorbereitet, indem man die in eine AG umgewandelt hat. Also die Bundesbahn mit Bahnbeamten und allem hat man in eine AG umgewandelt. Jetzt hat man ein noch viel ineffizienteres Staatsunternehmen, das Gewinn erwirtschaften soll, das absolut nicht schafft, das auch nicht schaffen kann, das sich um Aufgaben kümmert in dieser Gewinnerzielungsabsicht, für die es eigentlich nie gedacht war und das man auch realistisch betrachtet nicht privatisieren kann, weil das in diesem Sektor keinen Sinn ergibt. Das hat mittlerweile, glaube ich, auch jeder erkannt. Gleichzeitig aber hat man aber jetzt beispielsweise Arbeitnehmer, die streiken dürfen. Das durften Bahnbeamte nicht. Das durften auch früher Postbeamte nicht oder Telekom. Also ja, das durften solche Beamten auch nicht. Das heißt, es ist in bestimmten Sektoren sinnvoller, Staatsbetriebe zu haben, wo die, ja, wo die Angestellten einfach verbeamtet sind, wo sie nicht streiken können, wo du eine sichere Versorgung in der Infrastruktur hast und wo du ja nicht so eine komischen Zwischendinge hast wie die Deutsche Bahn oder sowas, größtenteils privatisiert ist wie Post und Telekom. Also das ist schon sinnvoll, bestimmte Betriebe einfach in Staatshand zu lassen. Da hast du wahrscheinlich recht. Ich sehe es auf jeden Fall auch sehr kritisch, wenn Monopole privatisiert sind, weil letzten Endes, wie du selbst sagst, das öffnet ja dem Missbrauch Tür und Tor und gibt eben die regulierende Einwirkung des Marktes in diesem Falle nicht. Das ist hochproblematisch. Ich denke, was diese Verstaatlichung versus Privatisierung angeht, ich denke auch, dass die Privatisierung nicht die Lösung ist, weil man sieht es ja, wie gesagt, bei der Bahn, bei der Telekom, dass die als Privatunternehmen ja auch nicht besser funktionieren. Also Die wir Bahn ist sagen, noch nicht privat. Also da sollten ja, wir ja aber schon sie genau gehört dem sein. Die Bahn Staat, ist staatlich, sie sollte privatisiert werden und jedem ist klar, dass das nichts mehr werden kann. Also dass dieses ja, Projekt jetzt auf halber Strecke quasi gescheitert ist. Also man hat ein Unternehmen, was so organisiert ist wie privatwirtschaftlich ist, das aber noch in Staatshand ist. ja, das ist ja auch mit vielen Kliniken der Fall. Das funktioniert ja meistens auch nicht gut. Aber die privaten Kliniken funktionieren oft auch nicht besser. Mal so, mal so. Ich denke, da hast du recht. Man sollte vielleicht eher versuchen, diese Betriebe in Staatshand effizienter oder sinnvoller zu führen und überhaupt den ganzen Staat effizienter und sinnvoller zu führen, Ja, was heißt anstatt, effizienter? Was heißt naja, so effizienter? Das dass ist jetzt eine ganz wichtige Frage, denn bei der Deutschen Bahn, da hat man nach der Bahnreform ein Sechstel der Schienenstrecken rausgerissen. Brauchen wir ja nicht. Ist effizienter, wenn wir die nicht mehr unterhalten, ist ja teuer. Im Deutschen Kaiserreich hatte man das deutsche Schienennetz ursprünglich so gebaut, dass es halt für Notfälle genug Ausweichstrecken gibt, dass man beispielsweise im Kriegsfall immer genug Schienenstrecken hat. Und jetzt hat also Deutsche Bahn gesagt, nachdem sie in AG umgewandelt wurde, so, wir wollen Gewinn erzielen, überflüssige Schienenstrecken, die brauchen wir nicht, jetzt kommt fast kein Zug mehr pünktlich. Ja, das ist natürlich wie soll ich sagen, das ist natürlich immer die Gretchenfrage, wie viel, sage ich mal, wie viel Reserve will man vorhalten, dass die Deutsche Bahn hier definitiv völlig falsch entschieden hat. Ja, weil sieht man ja, dass die es maßlos übertrieben haben in die eine Richtung. Andersrum ist natürlich die Frage, wie viel Reserve, die man eigentlich nicht braucht, möchte man vorhalten, kann man drüber debattieren, bin ich jetzt nicht unbedingt ein Feind von. Zum Beispiel, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, in der Schweiz, da haben die in vielen Kliniken
haben die nochmal in einem unterirdischen Bunker eine Backup-Klinik, die nicht betrieben wird, falls im Kriegsfall, im Katastrophenfall eben das oberirdische Krankenhaus nicht mehr zu verwenden ist, geht man in die Backup-Klinik rein. Klar kostet es ein Vermögen, diese Backup-Klinik zu besitzen und betriebsfähig zu erhalten, aber letzten Endes werden wir, wenn jetzt mal ein entsprechender Katastrophenfall kommt, werden wir hier halt blöd aus der Röhre gucken, wenn unsere Krankenhäuser nicht mehr zu verwenden sind und die Schweizer da in ihren Bunker reingehen. Da vielleicht das ist vergleichbar also, mit oder ähnliches Thema. Es braucht Thema. Nicht mal eine Katastrophe. Ich würde sagen, eine schwere Grippewelle im Winter reicht aus, um das Gesundheitssystem wirklich an Überlastung zu bringen. Also das ist maßlos unterfinanziert in Deutschland. Das ist ja ein Paradebeispiel für ein System, wo man eben große Reservekapazitäten braucht. Ganz genau. Da ist dann aber das Personal das Hauptproblem. Das heißt, da wird ja der zusätzliche Platz nicht bringen. Aber ja, das heißt, da brauchen wir höhere Löhne. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Lohnpolitik. Absolut, aber dann wird natürlich die Krankenversicherung sehr viel teurer. Aber kommen wir wieder zum Thema Effizienz zurück. Ja, ich denke, sowas wie Reservekapazitäten vorzuhalten, das wäre jetzt weniger der Punkt, an dem ich sparen würde. Das Problem ist, dass du oft einfach, sage ich mal, Sachen, die eigentlich ganz einfach sein könnten, sind sehr, sehr kompliziert. Das kostet Zeit, das kostet Geld, das kostet Nerven. Ich überlege gerade, ob ich ein praktisches Beispiel finde, aber ich denke... Bürokratie, aber da ist auch häufig das Problem, dass die überlastet ist, weil eben zu wenig Beamte eingestellt wurden, weil man sparen wollte und sich gedacht hat, naja, wir arbeiten mal so, dass es immer gerade so passt und am Ende ist man dann dauernd überlastet, was diesen Prozess enorm verlangsamt und was dann nochmal dafür sorgt, dass das Ganze ineffizienter wird. Das heißt, den öffentlichen Sektor erstmal vernünftig auszustatten, das heißt auch mehr Beamte einzustellen, wäre ja eine Sache, die man da machen müsste, aber das würde eben auch Geld kosten. Das ist richtig und das ist auch oft ein Problem, dass man genau an der falschen Stelle spart und dann an Arbeitskräften spart und dann ist es deshalb ineffizient. Andersherum ist es halt natürlich auch so bei schlechter Führung, dass wenn du da viele Leute hinsetzt, die gut besetzt sind, dass die dann auch gerne mal anfangen, sage ich mal, sehr viel entspannter zu arbeiten und dann einfach die Kaffeepausen massiv ausweiten. Das muss man leider sagen, es gibt Behörden, die sind sehr überlastet, die knallen dann auch durch, da wird dann wirklich gearbeitet, aber es gibt auch, glaube ich, genug Behörden, da wird sich salopp gesagt, da werden sich die Eier geschaukelt, während der normale Arbeitnehmer in seinem Job richtig was leisten muss. Ja? Und ich denke, da kann man durch effiziente Führung was rausholen. Man kann zum Beispiel die Infrastruktur in solchen Unternehmen verbessern. Zum Beispiel, da hätte ich jetzt ein praktisches Beispiel. Also ich habe in vielen staatlichen und halbstaatlichen Einrichtungen habe ich Computersysteme gesehen. Da fällst du in Ohnmacht, wenn du siehst, in welcher Zeitlupe die funktionieren. Und wenn du dann überlegst, wie viele Leute, die zum Teil einen recht erheblichen Stundenlohn bekommen, weil man sonst eben keine Arbeitskräfte mit dieser Qualifikation findet, wie viele dann da an einem Computer sitzen und 20 Minuten brauchen, um irgendetwas einzugeben, was man auch in 5 Minuten eingeben könnte, dann denke ich, kann man sich auch selbst ausrechnen, dass sich das finanziell absolut überhaupt nicht lohnt. Und ja, dann bräuchte man wen, der sich da um die IT kümmert, der dafür sorgt, dass die immer auf dem neuesten Stand ist. Das heißt, auch dann müsstest du zusätzliches Geld ausgeben, auch dann müsstest du da Fachleute einstellen. Richtig, aber wie man so schön sagt, smart invest, ne? Eine lohnende Infrastruktur zahlt sich ja am Ende wieder aus, aber es ist nicht so einfach, das ist leider so. Oder? Ja, und wenn kurzfristig sparen will, dann das ist ja das ganze Problem. Wenn man sagt, wir machen das, was kurzfristig effizient ist, also was uns jetzt auf ein Jahr gerechnet die geringsten Kosten bringt, das ist ja keine rationale Überlegung. Ein Staat muss Jahrzehnte in die Zukunft planen. Also das ist ja das ganze Problem. Wenn man immer nur solche kurzfristigen Effizienzüberlegungen anstellt und gar nicht überlegt, was passiert in einem Katastrophenfall, was könnte uns langfristig mehr bringen, auch einfach diese Überlegung. Und ein Staat muss eben so langfristig planen. Ja, da sind wir, glaube ich, absolut, was das angeht, was diese Philosophie geht, absolut einer Meinung. Und das ist sicherlich auch ein Problem der Politik der jüngeren Geschichte, dass eben immer nur, sage ich mal so, ein paar Jahre vorausgeplant wird, weil was interessiert mich die nächste Legislaturperiode? Und ein weiteres Problem ist, das ist jetzt ein neues, aber vielleicht ein kleiner Nebenschauplatz, aber da müssen wir wahrscheinlich nicht widersprechen. Ein weiteres Problem ist, dass die aktuellen Politiker, die politischen Eliten, die machen im Prinzip, was die Medien ihnen sagen. Das beschreibt auch das System Merkel sehr, sehr gut. Angela Merkel, die war ja nicht blöd, aber
Und die hat halt die hat ja eine, in Anführungszeichen, konservative Partei geführt. Aber letzten Endes, was sie an Politik gemacht hat, das hat sie ja nicht gemacht, weil sie es für sinnvoll hielt. Das hat sie gemacht, weil sie wusste, in den Medien, da weht der Wind in diese Richtung. Und wenn ich meine Fahne jetzt auch in diese Richtung halte, dann läuft's gut für mich. Und Ja, da da hast du absolut recht. Da hat hast sie du recht. absolut recht. Aber da ist jetzt die Frage, wie sorgen wir dafür, dass die Medien ja eine neutralere Berichterstattung an den Tag legen? Also in öffentlich-rechtlichen ist klar, können wir reformieren. Ist vielleicht noch mal eine eigene Debatte. Da hatte ich auch schon auf diesem Kanal hier mit Holger Kreimeier von Massengeschmack TV ein längeres Gespräch drüber. Ergebnis war, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk eben ja anders besetzte Rundfunkräte auf jeden Fall braucht. Also Rundfunkräte, die nicht mehr parteipolitisch besetzt werden. Wie gesagt, wäre jetzt ein längeres Gespräch, wie man das dann genau machen sollte. Aber die privatwirtschaftlichen Medien, da würden ja beispielsweise höhere Steuern für Superreiche etwas bringen, damit diese Medien eben nicht mehr von wenigen Oligarchen kontrolliert werden. Da bin ich ganz bei dir und auch mit dieser Döpfner-Sache. Also weder ist das in irgendeiner Weise, also das ist ja auf so vielen Ebenen schädlich, dass man dem da quasi das Riesenerbe oder diese Riesenschenkung nicht besteuert, kaum besteuert und nicht besteuert, glaube ich, hat. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Ich Aber die denke, also AfD, du bist da gerade in der Minderheit mit der Position, die AfD will die Erbschaftssteuer komplett streichen. Das heißt, laut der wäre das auch weiterhin so, dass das nicht besteuert wird. ja, das sollte man kritisch sehen. Ich denke, es ist auch nicht, also ich meine, letzten Endes kann man von den Superreichen auch jetzt nicht unerhebliche Geldmengen, sage ich mal, erwirtschaften. Und dann ist halt auch die Frage, warum sollte man gerade die verschonen, wenn man das Geld dann sinnigerweise vielleicht eher mal beim Mittelstand einsparen könnte, dass er nicht so absurd hohe Belastungen hat, wie es aktuell der Fall ist. Ja, absolut. Also das ist ein Punkt, wo man wirklich in der AfD drüber debattieren sollte. Und ich denke, da gibt es auch genug Leute, die da auf deiner Seite sind und Bedarf hätten an so einer Debatte. Was ich jetzt sagen wollte, ach ja, nochmal zum, wie man die Reformierung des Öffentlich-Rechtlichen. Also eine Idee hätte ich, die höre ich leider selten in der Debatte. Und zwar müsste man quasi eine basisdemokratische Struktur auch fürs Öffentlich-Rechtliche einführen. Das wäre nämlich eigentlich fast idiotensicher. Letzten Endes, wenn irgendein YouTuber halt der Meinung ist, er möchte zum Öffentlich-Rechtlichen und dann muss er halt genügend Leute haben, die für ihn votieren und dann kriegt er da entsprechend der Votes entsprechend viel, weiß ich nicht, Budget und Sendezeit. Und es würde ja auch eine offene Debatte viel besser ermöglichen. Klar würde ein Böhmermann immer noch genug Fans haben, die ihn da reinwählen. Aber dann hätten zum Beispiel auch Leute aus deinem Lager oder Leute aus meinem Lager Budget und Möglichkeiten und auch eben Sendeplatz, um dann zum Beispiel Böhmermann zu kritisieren und zu sagen, okay, der Böhmermann, der hat vielleicht mehr Leute noch bekommen, die für ihn gestimmt haben und der hat mehr Budget und mehr Sendezeit bekommen, aber wir haben die besseren Argumente und jetzt gucken wir, was der euch erzählt. Ja. Und ich denke, das würde dann auch zu einem Shift in der Bevölkerung führen, weil das eben diese, sage ich mal, konstruktive Debatte stärken würde und nicht, wie es aktuell ist, einfach nur eine Seite mit massiv Geld und Mitteln versorgen würde, um den Rest mit Trick zu bewerben. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist eine gute Idee. Wie gesagt, das wäre ein eigenes Thema. Das will ich jetzt nicht noch aufmachen, Ja, denn ja. ich wollte über noch etwas anderes debattieren. Die Unternehmen haben in Deutschland ja früher viel investiert. Die waren netto Schuldner. Die haben sich also jedes Jahr verschuldet, haben Geld in die Wirtschaft gegeben, haben neue Fabriken gebaut, haben die Wirtschaft am Laufen gehalten. Damals, als die soziale Marktwirtschaft hier noch gut funktioniert hat, beispielsweise in den 60er Jahren. Das hat sich in so gut wie allen Industrieländern in den letzten Jahrzehnten allerdings gedreht. In Deutschland sind ja seit den 2000er Jahren die Unternehmen in Deutschland Netto-Sparer. Das heißt, sie investieren nicht mehr, sondern sie sparen. Sie legen Geld zurück, ähnlich wie die privaten Haushalte. Also, wie kann man angesichts so eines Zustandes, also die privaten Haushalte sparen, die Unternehmen sparen, es für gut und richtig befinden, wenn der Staat spart? Also, wenn der Staat beispielsweise die Schuldenbremse einhält? Gute Frage. Ich denke, das ist wieder ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, wenn der Staat nicht spart, werden natürlich Investitionen getätigt, die dann wieder in die Wirtschaft fließen. Und ich denke, bestimmte Investitionen, wie zum Beispiel Infrastruktur oder so, die sind auch, ja, die sind, wie soll ich sagen, nicht, die sind unerlässlich.
ganz, ganz wichtig. Und da wurde in den letzten Jahren ja auch zu wenig gemacht. Das ist ja auch im Prinzip das Problem. So 2015 und so, das waren ja die fetten Jahre. Und da hätte man mal die ganzen Gelder, die man, sage ich mal, in sehr problematische Ideen investiert hat, hätte man stattdessen zum Beispiel mal in Infrastruktur, in digitale, aber auch in tatsächliche Infrastruktur investieren sollen. Ich denke, da wären wir jetzt hier schon ganz woanders. Aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, ja, ist es für den Staat gut, immer wieder neue Schulden aufzunehmen und immer wieder dafür viel zu investieren, aber den Schuldenberg immer weiter anzuhäufen, ist das eine gute Idee? Oder ist es besser, ja, wie gesagt, Schuldenbremse und vielleicht schwarze Null oder so zu machen? Da habe ich persönlich keine dezidierte Meinung. Ja, was heißt denn Schuldensberg? Dem Schuldenberg des Staates steht in der Privatwirtschaft ein gleich hoher Vermögensberg entgegen. Also eine Staatsanleihe, die ist ja ein Vermögen in der Privatwirtschaft. Das heißt, wenn der Staat Ausgaben tätigt, dann schafft er damit Vermögen in der Privatwirtschaft. Das heißt, du machst die Leute damit real ärmer, wenn du die Staatsausgaben senkst. Und in einer Situation, wo die Volkswirtschaft ausgelastet ist, da ist das nicht schlimm, da sorgen die Unternehmen dafür, dass die Wirtschaft gut läuft, dadurch, dass sie investieren. Aber in einer Situation, in der die Unternehmen dies eben nicht tun, eine Situation, die werden so gut wie allen Industrieländern haben, also nicht nur in Deutschland, also es ist jetzt mal ausnahmsweise etwas, wo nicht allein die Grünen und andere katastrophale Altparteien dran schuld sind, sondern das ist wirklich ein Problem, das haben wir in fast allen Industrieländern. Wie sollte der Staat darauf reagieren? Der Staat kann mittelfristig nichts anderes machen als zusätzliche Schulden. Man kann natürlich langfristig überlegen, wie bringen wir die Unternehmen zurück in eine Netto-Schuldner-Position, aber da sind wir aktuell nicht. Also wie reagiert man auf diese aktuelle Situation? Und da gibt es meiner Meinung nach nichts Bescheuerteres, als eine feste Schuldengrenze festzulegen, die den Staat dazu zwingt, in einer Situation, in der es konjunkturell eigentlich angemessen wäre, mehr Geld auszugeben, seine Ausgaben zu kürzen und damit die Wirtschaft noch weiter zu schädigen. Das kann sein, ja. Bin ich mal wieder nicht tief genug im Game, aber das klingt plausibel, was du sagst. Das Auch kann das schon sein, dass es eine schlechte Idee ist. wäre was, über das ich mit Kaspar gerne debattieren wollte, denn er äußert sich in der Honigwabe ziemlich häufig zum Thema Wirtschaftspolitik. Ja, fände ich interessant, eine Debatte zwischen euch beiden. Ich weiß aber gar nicht, ob Kaspar da jetzt so viel mehr, sage ich mal, gefestigte Position hätte als ich. Oder da Also in wäre ich mir meinen nicht sicher. Reaktionen sah das so aus. Ja, letzten Endes, ich sag mal, so eine Grundrichtung zu haben, in die man tendiert, ist die eine Sache. Aber dann auch so jetzt wirklich auch spezifischere Fragen dann wirklich antworten zu können. Ich sag halt immer, oder meine Philosophie ist es, das ist jetzt, sage ich mal, im Polit-Game, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel, aber man sollte ungefähr wissen, wie viel oder ungefähr wie viel Expertise man auf welchem Feld hat und dann auch mal ja, sich zurücknehmen und sagen, gut, ich habe jetzt nicht so viel Expertise, aber ich gucke mir gerne unterschiedliche, sobald ich der Meinung bin, dass das eine hochrelevante Frage ist, und relevant sind die Fragen nicht, auf keinen Fall, gucke ich mir verschiedene, höre ich mir verschiedene Meinungen an, Positionen und bilde mir dann so langsam meine Meinung. Ja, wäre interessant zu wissen, wie Kaspar darauf reagieren würde, aber hey, vielleicht, also das ist nicht völlig unrealistisch, vielleicht gibt es ja die Debatte noch. Ich meine, das kann er ja dann auch im Kaspar-Cast senden. Oder Schlomo macht gerne so extra Sachen, oder wenn du ganz motiviert bist, weiß ich nicht, also da wirst du wahrscheinlich noch ein bisschen größer werden müssen, aber ist sicherlich auch denkbar, dass du in die Honigwabe kommen kannst. Im Gegenteil, das wäre mal sehr erfrischend. Es sind erstaunlich wenig Linke, die sich bisher getraut haben, in die Honigwabe zu kommen. Und vor allem, wenn du Holger nicht als Linken zählen würdest, oder je nachdem, wie du ihn einstufst. Ich würde schon sagen, dass er wirtschaftspolitisch links ist. Also Ja, das, gut. so wirkte das auf jeden Fall. Also ähnlich wie ich halt, total gemäßigt. Auch für eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik. Also das erschien eine relativ vernünftige Position zu haben. Das wirst du sogar besser wissen als ich. Ich hätte Ich habe jetzt ihn auf Holger. den Kanal schon zu Gast gehabt und darüber mit ihm gesprochen. Ja, das hast du gesagt. Deswegen sage ich, jetzt wirst du besser wissen Nee, als ich. ich hatte zwei Gespräche mit ihm. Eins über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und eins über Wirtschaftspolitik. Nein, ich glaube, beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundflug, da können wir auch irgendwie mal, oder da wäre es auf jeden Fall auf lange Sicht mal wichtig, ein breites Bündnis zu schlagen, um eben genau diesen übermächtigen Gegner ja, reformieren zu können, mal in
absehbarer Zeit. Ja, zumindest Erhöhung des Rundfunksbeitrages oder so immer blockieren zu können. Wenn, also Sachsen-Anhalt hat da ja schon, da war sogar die CDU in Sachsen-Anhalt dabei, das hat mich richtig gewundert, hat sogar da mitgemacht, das zu blockieren. Da war leider dann das Bundesverfassungsgericht dagegen. Also es ist auch problematisch, dass da solche offensichtlich politisch motivierten Urteile gefällt werden. Also ich bin jetzt kein Jurist, aber das finde ich dann schon erschreckend, wenn eine demokratisch gewählte Landesregierung sagt, nee, Rundfunkbeitrag erhöhen wollen wir nicht. Und dann sagt das Bundesverfassungsgericht, doch, das muss jetzt passieren. Weil, ja, warum eigentlich? Wir haben ja genug Medienangebote in diesem Land. Also so wichtig ist es ja nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk jetzt zwei Helene-Fischer-Shows mehr finanzieren kann. Das rettet jetzt nicht die Demokratie in diesem Land. Ja, aber der Florian Silbereisen, hallo. Ja, ich sag ja, das ist ein Thema, das können wir, glaube ich, wann anders nochmal machen. Zum Abschluss würde ich fragen, hast du noch irgendein wirtschaftliches Thema, was du mit mir debattieren wolltest? Gute Frage. Nö, habe ich eigentlich nicht. Also von meiner Seite bin ich durch. Lohnpolitik, Fiskalpolitik, das sind eigentlich die Fragen, die Themen, wo ich am meisten Fragen an ja, AfDler oder das AfD-Vorfeld hätte, wenn ich die hier zur Debatte habe. Das haben wir ja geklärt. In diesem Sinne verabschieden wir uns bei euch. Ciao. Tschüss.